komm nach Fabulous, schön, dass ihr dabei seid. In dem heutigen Video sprechen wir über Rohkost, Rohkostqualität, Raw. In vielen Videos habe ich das erwähnt, einigen Leuten von euch ist es aufgefallen und viele haben mich darum gebeten, mich dazu zu äußern und ein bisschen was dazu zu sagen. Bei dieser ganzen Rohkost-Thematik geht es darum, die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, in ihrer höchsten Qualität zu uns zu nehmen. Und das ist die Rohkostqualität. Die Lebensmittel, die über 42 Grad erhitzt werden, verlieren den größten Teil ihres Nährwerts bzw. die Enzyme werden zum größten Teil abgetötet, die Vitamine, die sekundären Pflanzenstoffe, also ganz viele Prozesse, die uns eigentlich gut tun, ganz viele Nährstoffe, die in den Lebensmitteln enthalten sind, werden zum größten Teil außer Gefecht gesetzt bzw. sehr krass beeinträchtigt. Und das ist nicht sonderlich schlau für uns, sich nur von solchen Lebensmitteln zu ernähren. Der Körper braucht Nährstoffe, der Körper braucht sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien, Vitamine, Enzyme, um verschiedene Prozesse am Laufen zu halten, um unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten und unser Wohlbefinden. Es sollte heutzutage jedem klar sein, dass es einen gewaltigen Unterschied macht für die Gesundheit, ob wir uns von Fertigprodukten ernähren, die schon gewisse Produktionsschritte hinter sich durchlaufen haben und am Ende, bis die zu uns auf den Teller kommen, noch kaum wirklichen Nährwert enthalten. Ich bezeichne solche Lebensmittel als Sättigungsmittel. Sie machen uns satt, sie geben uns ein gutes Gefühl für eine kurze Zeit, aber dann schreit der Körper eigentlich wieder nach Nährstoffen. Für vielen ist es der Hunger, der sich da meldet. Aber in den meisten Fällen ist es gar nicht der Hunger, sondern der Körper, der nach Nährstoffen verlangt. Ich habe diese Erfahrung besonders gut kennengelernt in den Fastenphasen, die ich regelmäßig mache. Da habe ich mich von sehr hochwertigen Lebensmitteln ernährt, beziehungsweise ich habe mich von grünen Säften ernährt, die von der Kalorienanzahl her sehr gering sind und eigentlich ein ständiges Hungergefühl auslösen sollten. Aber ganz im Gegenteil, habe ich ein Wohlgefühl gehabt, ein gutes Wohlbefinden. Also mir ging es gut, um auf den Punkt zu kommen. Mein Körper war genährt und gesättigt und das merke ich auch heute, wenn ich mich nicht wirklich sonderlich gut ernähre und ständig Hunger habe, dann werte ich die Lebensmittel auf und in kürzester Zeit ist das Hungergefühl weg und mir geht's gut. Daraus habe ich zum Beispiel auch gelernt, wenn ich mal ein bisschen außerhalb der Spur bin und mich nicht wirklich optimal ernähre, dann versuche ich hochwertige Lebensmittel einzubauen oder mir einen grünen Saft reinzuhauen und dann ist es in kürzester Zeit, ist das Hungergefühl weg und der Körper ist wohl genährt. So als Tipp nebenbei für die, die ständig Hunger haben. Daran könnte es auch liegen. Man sagt auch, wir verhungern bei vollen Tellern. Und zwar ist damit nicht das Volumen der Masse gemeint, die wir zu uns nehmen, sondern die Nährstoffe, die da drin enthalten sind. Man sollte sich jetzt da keine großartigen Sorgen machen, dass man sich jetzt nur noch von Salat und Möhren und irgend so Sachen ernähren kann. Es gibt sehr leckere, schmackhafte Rohkostrezepte oder Rohkostgerichte, die zusammengestellt worden sind. Diese Rohkostbewegung kommt immer mehr. Die Leute, die sich damit beschäftigen, werden auch immer raffinierter und die Ansprüche werden auch immer höher von den zusammengestellten Menüs. Also da gibt es wirklich gute, sehr gute Sachen. Für jemanden, der sich für das Thema interessiert, wäre es ganz sinnvoll, was Dörrgeräte angeht, sich mal ein bisschen umzuschauen. Das sind Geräte, die die Lebensmittel erhitzen, diese verarbeiten, diese trocknen. Da kann man ganz raffinierte Sachen machen. Sieht aus wie so eine Mikrowelle. Nur Vorteil der Geschichte ist, dass die Temperatur nicht über 42 Grad geht. Und auch was so Desserts angeht, meiner Meinung nach, rohvegane Desserts oder rohvegane Rezepte sind mit die schmackhaftesten überhaupt, ja, und nähren uns auch noch zusätzlich. Das ist der große Vorteil an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn wir leckere Sachen zu uns nehmen, gute Kombinationen aus Früchten und guten Fetten und das alles unverarbeitet, dann nährt es uns, das gibt uns Power, das gibt uns Energie, das ist ganz anders. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte, wie wenn man so einen Schokomuffin isst, der schmeckt auch zwar gut, aber so hinten raus, die Packung, die wir dann bekommen dafür,
glaubt mir, das rechnet sich nicht. Nicht zu vergessen und wichtig, wie immer, ist mir das zu erwähnen, dass auch hier die Menge das Gift macht. Das heißt, wenn man sich ab und zu mal was gönnt, ist es okay. Leider ist es in unserer heutigen Gesellschaft so, dass die gesunden Lebensmittel eher die Ausnahme geworden sind und diese hochverarbeiteten Sättigungsmittel, ich mag sie nicht mal als Lebensmittel bezeichnen, weil sie meiner Meinung nach keine Lebensmittel sind, eher an der Tagesordnung stehen. Meiner Meinung nach auch einer der Hauptgründe, warum so viele Leute heutzutage Beschwerden haben, besonders was Nahrungsmittelintoleranzen, Allergien und alle möglichen Krankheiten, die sich daraus entwickeln. Was auch verständlich ist. Wenn man dem Körper nicht die richtigen Nährstoffe gibt, dann ist er auch nicht in der Lage, seine Arbeit richtig vollziehen zu können, beziehungsweise die ganzen Prozesse im Körper optimal ablaufen zu können. Das geht über eine gewisse Zeit, geht das gut. Ja, wir sind nicht auf Zuckerwatte, der Körper, der kriegt das gut geregelt. Wir sind auch sehr individuell. Bei dem einen dauert es Jahrzehnten und bei dem anderen geht es schon viel schneller, bis sich da die ersten Symptome melden. Das ist, wie gesagt, sehr individuell. Wir sollten aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Auge drauf haben und uns mehr in diese ganze Thematik reinknien, wenn uns eine gewisse Lebensqualität wichtig ist, ein gewisses Lebensgefühl, auch für die ganzen Ladies eine schöne Haut, einen schönen Teint, eine schöne Körperkonsistenz, ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Und einfach ein Wohlbefinden, glücklich sein, voller Power, voller Energie. Das ist meiner Meinung nach ein sehr großer Faktor, der da mit einwirkt in diese ganze Thematiken, die ich jetzt besprochen habe. So viel zum Thema Rohkost, Rohkostqualität. Ich habe ganz viele Produkte zum Beispiel bei mir auf der Seite mit den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, die in Rohkostqualität sind. Natürlich kosten die etwas mehr wie die anderen, aber mir persönlich ist es das wert, was meine Gesundheit angeht. Ich spare, wie gesagt, eher beim Strom- und Gastarif wie bei so Geschichten. Da achte ich drauf, dass es aus einer biologischen Herkunft herkommt und dass es auch in Rohkostqualität ist. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein paar Informationen hier zur Hand legen, damit ihr die Thematiken besser nachvollziehen könnt. Wie gesagt, bei dieser Rohkostgeschichte geht es darum, dass die Lebensmittel nicht über 42 Grad erhitzt wurden und alle Nährstoffe enthalten, alle Enzyme, alle Vitamine, alle Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, also die ganze Kolonie, die uns gut tut. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nur Salat und Möhren essen den ganzen Tag, sondern über Dörrgeräte zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, verschiedene Lebensmittel zu trocknen, zu verarbeiten, zu erwärmen. Und die Rohkostszene entwickelt sich immer besser. Die Jungs und die Mädels natürlich werden da immer raffinierter, was so Menüzusammenstellungen angeht. Also meine Top-Empfehlung. Ich persönlich liebe roh-vegane Rezepte, natürlich aus Top-Lebensmittel. Ich unterscheide nochmal, wie gesagt, in Sättigungsmittel und Lebensmittel. Für mich sind es Lebensmittel, echte Lebensmittel und keine Sättigungsmittel, die schon 10 Verarbeitungsprozesse hinter sich haben. Sie sind erhitzt worden, sie sind konserviert worden, sie sind haltbarer gemacht worden, ja, sie sind eingefroren worden, aufgetaut worden, wieder verarbeitet worden. Also ihr könnt selbst nachvollziehen, dass da am Ende, wenn ihr sowas vor euch auf den Teller liegen habt, dass da nicht mehr viel Leben drin steckt. Das war ein kleines Video. Wie immer gilt keine Panik. Die Menge macht es gibt. Versucht einfach, wenn euch das Thema interessiert, ein bisschen schlauer zu machen da in der ganzen Thematik und einen höheren Rohkostanteil in eure Ernährung einzubauen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Macht es und ihr werdet sehen, ihr werdet mehr Energie haben, ihr werdet auf einmal ein besseres Wohlgefühl haben. Euch wird es besser gehen. Okay, so viel zum Thema Rohkost. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Video.